أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, wir werden heute insha'Allah ta'ala weiter fortfahren mit unserer Reihe über Amradul Ummah, die Krankheiten der Umma zu sprechen. Und wir sind Muslime, walhamdulillah, die beste Gnade, die Allah Azza wa Jal dir geben konnte. Ey Allah, wenn du ein wunderschöner Mensch bist, der begehrt wird von den Menschen, weil er so schön ist, und wenn du reich bist, und wenn du Ansehen hast und Macht hast, das alles ist nichts im Vergleich zum Islam. Die Gnade deines Herrn, O meines Herrn, Allah Azza wa Jal. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Unser Islam, liebe Geschwister, der Islam, den wir auch als Islam leben müssen. Lebst du dein Islam als Islam? Oder gehörst du nicht vielmehr zu denjenigen, die einfach nur behaupten, dass sie Muslime sind? Gehörst du zu diesen Leuten, die diese Religion in der Art und Weise vernachlässigen und du nennst dich ein Muslim, so dass nicht mehr viel vom Islam von dir übrig geblieben ist? So sagte Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, und diese Überlieferung ist nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. Es wird eine Zeit auf die Menschen kommen. Es wird eine Zeit kommen, in der nichts vom Islam übrig bleibt, außer der Name. Ich bin Muslim. Aber wenn man sein Leben betrachtet, hat er nichts mit dem Islam zu tun. Und er sagte weiter, radiyallahu anhu wa arda, وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. Und vom Koran wird nichts übrig bleiben, außer dessen Schrift, dessen Abbild. Subhanallah. Schaut mal, wie viele Leute heute in ihren Autos was ranhängen? Den Koran. Aber was haben sie mit dem Koran zu tun? Wallahi, der Koran ist im Osten und sie sind in der anderen Himmelsrichtung. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Es wird nichts übrig bleiben vom Koran, außer dessen Schrift, dessen Abbild. Und er sagte weiter, يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدَهُمْ وَهِيَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ خَرَبٌ. Die Menschen werden in dieser Zeit viele Moscheen bauen, gigantische Moscheen, so wie wir das in den heutigen Zeiten sehen. 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen und nach oben gibt es keine Grenzen, liebe Geschwister. Sie bauen ihre Moscheen, höre, was Ali radiallahu anhu sagte. Und es gibt in dieser Moschee kein Dhikrullah. Kein Gedenken Allahs. Die Leute kommen rein, einer schaut sich den Kronleuchter an, der andere genießt das warme Wasser. Manche reden nur über Dunya. Dhikrullah, das Gedenken Allahs hat keinen Wert. Sadaqa Ali radiyallahu anhu wa arda. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, als ob Ali radiyallahu anhu in unserer Zeit gelebt hat. Und die Sahaba haben nicht über das Verborgene gesprochen, außer dass sie das Wissen vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen haben. Und das Thema, über das wir heute sprechen werden, eine gewaltige Krankheit der Umma, At-Taqwa, die Gottesfurcht.
Allahumma ja'alna min al-muttaqin. O Diener Allahs, fürchtest du Allah? Halt, antworte nicht. Ich frage dich nochmal. Fürchtest du Allah? Wie kann ich wissen, ob ich Allah fürchte? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, nachdem er über Al-Ihsan gefragt wurde, über die beste Glaubensstufe, die höchste Glaubensstufe, nach dieser Glaubensstufe gibt es keine andere mehr, liebe Geschwister, er sagte, an takhsha Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak, dass du Allah azza wa jal, das ist die Gottesfurcht, dass du Allah azza wa jal in einer Art und Weise fürchtest, als ob du ihn sehen könntest. Bevor du eine Sünde machst, bist du dir gewiss, ob Allah dich dabei sieht oder nicht. Und wenn du dir gewiss bist, machst du die Sünde trotzdem. Als ob du Allah sehen könntest. Du fürchtest Allah, als ob du ihn sehen könntest. Und wenn du ihn auch nicht sehen kannst, so sieht er dich. Ja Allah. Das ist die Gottesfurcht. Ich frage dich nochmal, bist du gottesfürchtig? Die Gelehrten erklären das Wort Gottesfurcht, indem sie sagen, liebe Geschwister, wie Imam Ahmed rahmatullah alayh wunderschöne Worte diesbezüglich sagte. Er sagte, At-Taqwa hier, tarku ma tahwa lima takhsha. Die Gottesfurcht ist, dass du das verlässt, worein du geführt wirst in das Höllenfeuer. Dass du die Sünde verlässt und du hast solche Angst, diese Sünde auszuführen, weil du das Ergebnis kennst und das ist das Höllenfeuer. Jede Art von Sünde. Klein oder groß. Und subhanallah, wie viele Leute haben wir in unserer heutigen Zeit? Er fragt, ist das eine kleine oder eine große Sünde? Weil er meint damit, er möchte, wenn es eine kleine Sünde ist, sie vollziehen. Er möchte sie begehen, denn er hat kein Problem damit. Und höre, wie die Gelehrten die Gottesfürchtigen eingeteilt haben. In drei Kategorien. Der eine, er sagt, ich bin ein Muslim, Alhamdulillah. Und er glaubt an Allah und er bestätigt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er führt die fünf Säulen des Islam aus. Aber es gibt bei ihm keine großen und keine kleinen Sünden. Das heißt, diese Person fürchtet nur das ewige Feuer. Und der Ärmste hat vergessen, dass er für die Sünden zur Rechenschaft gezogen wird. Er fürchtet das ewige Feuer. Er fürchtet aber nicht die Sünden, die er macht. Und das haben wir in unserer heutigen Zeit. Viele der Männer, sie begehen Sünden über Sünden. Er betet vielleicht und fastet, aber du siehst ihn in der Shisha-Bar. Du siehst ihn mit diesem Mädchen und jenem Mädchen. Er geht ins Schwimmbad, er raucht einen Joint und die Sünden sind ihm sogar egal. Dieser ist kein Gottesfürchtiger. Dieser ist kein Gottesfürchtiger. Denn die Gelehrten sagen, die Gottesfurcht bedeutet, an taj'ala baynaka wa bayna 'adabillahi wa sakhati wiqaya. Dass du zwischen dir und dem Zorn Allahs, der Strafe Allahs, ein Schutzschild aufbaust, sodass Allah azza wa jalla dich nicht bestraft. Und das, indem du nicht tust, was er subhanahu dir verboten hat. Aufpassen, o Diener Allahs. Sei nicht von den Unaufmerksamen, die der Shaitan betrügt. Er sagt zu ihnen, du betest, du fastest, finde mir noch heute in dieser Zeit einen Muslim, der dasselbe tut wie du. Und er betrügt dich. Er hat dir nicht erzählt, dass Allah azza wa jalla dich wegen den Sünden bestrafen kann. Ey Wallah, dieser rettet sich vor der ewigen Strafe im Höllenfeuer. Aber er rettet sich nicht vor einer vorübergehenden Strafe im Höllenfeuer. Das solltest du verstehen, o Diener Allahs. Denn viele werden Yawmul Qiyamah vom Feuer erfasst und sie haben gebetet. Abu al-Bara,
Sagst du nicht da etwas Gewaltiges? Leute, die gebetet haben, werden in das Höllenfeuer hereingehen. Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Ta'kulun nar ibn Adam illa athara sujud. Das Höllenfeuer wird den Menschen am Tage der Auferstehung befallen, ihn verbrennen, außer die Spuren von der Niederwerfung. Hat er gebetet? Hat er gebetet, frage ich dich? Er war ein Muslim. Er hat gebetet. Und er hat auch andere Dinge getan. Aber trotzdem hat Allah Azza wa Jalla ihn bestraft. Und pass auf, o Diener Allahs. Allah mit seiner Gnade und Barmherzigkeit lässt das Feuer nicht deine Sujud-Stellen, deine Niederwerfungsstellen erfassen. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiter: Harramallahu ala an-nar an ta'kula athara sujud. Allah Azza wa Jalla hat dem Höllenfeuer gänzlich verboten, die Spuren der Niederwerfung zu befallen. Ja Allah, wie barmherzig doch Allah Azza wa Jalla ist. Eine Frage: Fühlst du dich immer noch sicher vor den großen Sünden? Wie viele Frauen haben wir, die zupfen regelmäßig ihre Augenbrauen? Und diese Frauen denken nicht einmal darüber nach, obwohl sie es wissen, dass sie verflucht sind, wenn sie ihre Augenbrauen zupfen. Sie machen sich so gar keine Gedanken darum. Wir können hier nicht von der Gottesfurcht sprechen. Wir können hier nicht von der Gottesfurcht sprechen. Viele gehen mit diesen Sünden, liebe Geschwister, wallahi al-azim, sehr leichtfertig um. So, dass sie getäuscht werden vom Shaitan und Yawm al-Qiyamah dafür bestraft werden. Und ich sage in dieser Zeit, die Sünden, die uns, wal-iyadu billah, vernichten werden, ist das Rasieren des Bartes, was eine große Sünde ist, und ist das Rauchen, weil die Leute, die dieses praktizieren, machen das, am laufenden Band. Wenn du diese Sünden am laufenden Band machst, dann wisse, Allah Azza wa Jalla wird dir nicht vergeben. Warum wird Allah dir nicht vergeben? Weil du kannst Allah um Vergebung bitten, aber du hast in deinem Kopf schon, dass du wieder das nächste Mal sündigst. Nächstes Mal rasiere ich wieder meinen Bart. Nächstes Mal rauche ich wieder meine Zigarette. Ja, du hast gerade deine Zigarette geraucht. Und dann bittest du Allah um Vergebung, aber du denkst schon wieder an die nächste Zigarette. Und eine der Bedingungen, dass Allah Azza wa Jalla die Reue annimmt, ist, dass du sofort mit der Sünde aufhörst und nicht zu dieser Sünde zurückkehrst. Aber du hast dir schon ausgemalt, wann du die nächste Zigarette rauchst. Und derjenige, der sein Bart immer rasiert, er hat sich schon ausgemalt, wann er nächste Mal sein Bart rasiert. Denn die Rasierklingen sind immer im Zehnerpack. Und die müssen beendet werden. Die andere Gruppe von Menschen, sie machen mehr als diese Leute. Sie glauben an den Islam. Und sie bestätigen den Islam. Und sie machen das Gute, aber sie verlassen nur die großen Sünden. Die großen Sünden. Aber bezüglich der kleinen Sünden sind sie nachlässig. Du siehst sie sogar, dass sie auf den kleinen Sünden beharren. Diese Leute sind besser als die erste Gruppe. Aber sie verdienen trotzdem die Strafe im Höllenfeuer. Weil viele Leute denken, dass eine kleine Sünde bei Allah Azza wa Jalla keinen Wert hat. Bei Allah, höre diese Überlieferung vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte: Iyyakum wal muhaqqirati dhunub, fa innahunna yajtami'na ala rajul hatta yuhlikna. Wehe euch vor den Sünden, die ihr als gering schätzt. Ihr gebt ihnen keine Bedeutung. Denn sie werden in ihrer Gesamtheit, es sind viele, die Leute gemacht haben, sie werden in ihrer Gesamtheit am Zeitpunkt des Todes über den Mann schweben und ihn gänzlich vernichten. Allahu Akbar. Wir reden hier über Sünden, denen du keine Beachtung schenkst. Ein Blick auf die Frau. Dass du mit dieser Frau im Zimmer sitzt und mit ihr alleine redest. Dass du Frauen anmachst. Du schenkst diesen Sünden keine Bedeutung, aber bei Allah, sie haben eine Bedeutung. Und so sagte einer der Salaf-Gelehrten, er sagte: La tahqiranna saghira. Sehe niemals die Sünden als klein. Fa inna al-jibala min al-hasa.
denn die Berge, gewaltigen Berge, bestehen aus kleinen Steinchen. Schau mal, diese kleinen Sünden bauen ganze Berge bei dir. Machen ganze gewaltige Berge aus, so dass du Yawmul Qiyamah überrascht sein wirst. Du sagst mir, Ahul Barah, wir wissen doch, dass wenn wir beten, dass die kleinen Sünden hiermit getilgt werden. Du hast aber auf den kleinen Sünden beharrt. Und die beste aller Gruppen, und das sind wahrlich die Gottesfürchtigen, sind diejenigen, die jede Sünde fürchten, die sie am Tage der Auferstehung vernichten kann. Und sie lassen sogar etwas von den Dingen, die erlaubt sind, Mubah. Dinge, die Mubah sind, erlaubt sind im täglichen Leben, weil sie Angst haben, dass wenn sie zu viel davon machen, dass sie hier in Sünde hereinfallen. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Das sind die wahren Gottesfürchtigen. Nenn dich nicht Muttaqi. Nenn dich nicht Gottesfürchtiger. Nachdem du jetzt erfahren hast, wer ein Gottesfürchtiger ist. Der Gottesfürchtige ist derjenige, der Angst hat, dass eine Sünde, für die er bestraft werden kann, dass er eben diese Sünde begeht. Abul Bara, gibt es Leute, die keine Sünden machen? Das haben wir nicht gesagt. Aber die Gläubigen sind diejenigen, die allgemein keine Sünden machen. Und wenn sie in Sünde fallen, dann beharren sie nicht darauf, dass sie diese Sünden immer weitermachen. Und wenn sie die Sünde machen, dann bereuen sie schnell bei Allah Azza wa Jal und kehren zu ihm zurück. Subhanahu wa ta'ala. Und zu diesen Leuten wird er barmherzig sein. Passe auf, dass du denkst, dass du die Barmherzigkeit Allahs bekommst, während du auf den Sünden beharrst. Du machst sie immer wieder. O Diener Allahs, fürchtest du das Höllenfeuer? Die Gelehrten beschreiben die Taqwa, und wir sind immer noch in der Taqwa, O Diener Allahs. Sie sagen, ittaqi an yaraka haythu nahak. Pass auf, dass Allah Azza wa Jal dich nicht bei einer Sache sieht, wo er dir verboten hat, dabei zu sein. Wie viele sitzen heute in Kreisen und reden miteinander und machen sich teilweise lustig über die Religion? Ey wallah. Walayyadu billah. Ich war letztens in einer Moschee, da sagte einer zum anderen, in einem Ton, der jeden erklärt, wie er es meinte. Er sagt, ich habe mich heute rasiert und lächelt dabei. Ich habe mich heute rasiert, als ob er über eine gute Tat spricht. Und macht sich auf eine gewisse Art und Weise lustig. Und die anderen sagen, nee, heute habe ich mich nicht rasiert, aber bald. Subhanallah, wehe dir, dass du mit solchen Leuten zusammensitzt, die sich lustig machen über die Religion Allahs. Und das haben wir viel in der heutigen Zeit. Wallahi al-Azim, in dieser Zeit sehen wir viele Dinge, liebe Geschwister. Er sitzt in Kreisen mit Leuten, wo Allah ihn verboten hat, mit diesen Leuten zu sitzen. Ansonsten ist er wie sie, wie Allah Azza wa Jalla in so einem Koran deutlich gemacht hat. Und sie sagen weiter, وَأَنْ يَفْقِدَكْ حَيْثُ أَمَرَكْ. Und dass Allah Azza wa Jalla dich an diesen Plätzen vermisst, wo er dir befohlen hat, da zu sein. Jumma. Dass du beim Jumma-Gebet bist und auch nach der korrekten Ansicht der Gelehrten bei den 5 Gebeten in der Moschee. Wozu haben wir die Moschee? Wozu beten wir in der Moschee, liebe Geschwister? Wir beten in den Moscheen, weil Allah Azza wa Jal uns diese Häuser gegeben hat, damit wir sie bevölkern. Bevölkern und in diesen Häusern unsere Religion leben. Nicht nur in diesen Häusern, aber vor allem in diesen Häusern. Und daher solltest du immer dort sein, wo Allah Azza wa Jal dich sehen möchte. Das ist alles die Gottesfurcht. Wer von uns ist heute in dieser Umma gottesfürchtig? Innama rahimallah. Liebe Geschwister, hören wir uns an, wie gottesfürchtig die besten aller Menschen waren. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, قال رسول الله مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى
وجبريل كان حلس البالي من خشية الله عز وجل. Eines Nachts wurde ich emporgehoben, die Nachtreise von Isra und Mi'raj. Das war ein ganz besonderes Geschenk für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich wurde emporgehoben bis zum höchsten Punkt. Allahu Akbar. Welche Gnade für diesen großartigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den wir leider nicht auf die richtige Art und Weise befolgen. Er sagte, ich wurde emporgehoben bis zum höchsten Punkt. Und dort sah ich Jibril, wie er vor Allah Azza wa Jal lag, wie ein ausgebreitetes Kleidungsstück. Min khashyatillahi Azza wa Jal. Aus Furcht vor Allah. Weißt du, wer Jibril ist? Sei ehrlich, du weißt es nicht. Ich beschreibe dir jetzt Engel, die nicht die Gewaltigkeit haben von Jibril. Denn Jibril, alayhi salam, ist der gewaltigste Engel. Qala Rasulullah, der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Udhina li an uhaditha an malakin min hamalatil arsh. Mir wurde befohlen, dass ich über einen Engel von den Träger des Thrones sprechen, berichten darf. Es gibt 8 Engel, die tragen den Thron von dem majestätischen Allah Azza wa Jal. Diese Engel hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beschrieben. Er sagte, Rijlahu fil ardi sufla wa ala qarnihi al-arsh. Seine Füße von diesem Engel sind im untersten Grund auf der Erde. Denn es gibt 7 Erden, 7 Schichten der Erde und seine Füße sind in der letzten untersten Schicht. Und der Thron ist auf seiner Schulter. Das heißt, er ist so gewaltig in der Größe. Und zwischen jedem Himmel, und es gibt 7 Himmel, gibt es einen Reiseunterschied von 500 Jahren. Dieser Engel, der einer der Träger des Thrones von Allah Azza wa Jal ist, er hat seinen untersten Fuß im Boden. Und subhanallah al-Azim, er ist so groß, groß, groß über die 7 Himmel. Und dann kommt das Wasser. Und dann kommt der Thron, den hat er auf der Schulter. Ein Engel! Wer wird dich im Grab befragen? Hast du dich nicht darauf vorbereitet? Was denkst du, mit wem du es zu tun hast? Das sind die Soldaten Allahs. Er trägt auf seiner Schulter den Thron. Und die Überlieferung ist authentisch. Subhanallah al-Azim, diese Engel zittern vor Allah Azza wa Jal. Zittern vor Allah Azza wa Jal. Es wird berichtet über Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala, einer der großen Tabi'in. Sie sagten, kana Sufyan yabulu dama min tuli huznihi wa fikratih. Sufyan hat aus Angst, aus Furcht vor Allah Blut uriniert. Blut! Aus Furcht vor Allah. Weil er so viel über die Strafe Allahs nachgedacht hat. Allahu Akbar. Hussein ibn Ali, Zainul Abidin, Rahmatullah alayh, er war eines Tages in seinem Haus und er befand sich in der Niederwerfung. Und er bat Allah Azza wa Jal darum, dass Allah Azza wa Jal ihn vom Höllenfeuer befreit. Allahumma najina min an-nar. Er war in der Niederwerfung und bat Allah darum, dass Allah ihn nicht im Höllenfeuer bestraft. Auf einmal ist sein Haus in Flammen aufgegangen. Es hat gebrannt in seinem Haus. Und er hat sich nicht erhoben von seiner Niederwerfungsposition. Er ist geblieben in der Position der Niederwerfung. Später wurde er darüber gefragt, wie konnte er weiter beten, obwohl sein Haus gebrannt hat. Hört mal, was er sagte. Er sagte, Shagalatni narul akhira an nari dunya. Das Feuer im Jenseits hat mich mehr beschäftigt als das Feuer im Diesseits. Das Feuer im Jenseits hat mir mehr Angst gemacht als das Feuer im Diesseits. Das Feuer im Diesseits geht irgendwann aus, erlischt. Aber das Feuer im Jenseits, o Diener Allahs, wird niemals erlischen. Das Höllenfeuer spricht in einer heiligen Überlieferung,
Es sagt zu Allah Azza wa Jal, ein Teil von mir frisst einen anderen Teil auf. Ein Teil in mir im Höllenfeuer frisst einen anderen Teil auf. Das ist das Höllenfeuer des Jenseits. 99 Mal in einer Überlieferung und in einer anderen Überlieferung 69 Mal heißer als das Feuer hier in dieser Dunya. Bist du gottesfürchtig, o Diener Allahs? Wenn du vor einer Sünde stehst, tust du sie? Oder denkst darüber nach, wer Allah Azza wa Jal ist? Allah Azza wa Jal sagt, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, damit wir lernen, wie wir gottesfürchtig werden, auf eine Art und Weise, wie Allah Azza wa Jal es möchte. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Und wenn dann in das Horn geblasen wird, dann wird alles, was zwischen Himmel und Erde ist, tot umfallen. Israfil, alayhi salam, wird in das Horn blasen, Yawmul Qiyamah, dann wird alles sterben zwischen Himmel und Erde. Alles, was gelebt hat, wird sterben. Illa man sha Allah, außerdem dem Allah Azza wa Jal möchte. Manche sagen, das ist Israfil, manche sagen, das ist Malakul Maut, manche sagen, niemand von ihnen, das ist nur Allah Azza wa Jal, der übrig bleibt. Für uns ist wichtig, alles wird sterben zwischen Himmel und Erde. Welche Gewaltigkeit besitzt dieser Engel? Und was sagst du dann über den Herrn Allah von diesem Engel? Fürchtest du ihn nicht? Fürchtest du Allah Azza wa Jal nicht, dass er dich bestrafen kann? Yawmul Qiyamah. Wallahi, wie viele hat der Shaitan betrogen, dass sie am Tage der Auferstehung einfach so in das Paradies hereinrutschen werden. Und wir werden sehen, dass Allah Azza wa Jal hart im Bestrafen ist. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lasst uns über die Früchte sprechen, wenn jemand gottesfürchtig ist, was sein Lohn bei Allah Azza wa Jal ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet in einer Überlieferung, dass Allah Azza wa Jal sagt, eine heilige Überlieferung: وعزتي لا أجمع لعبدي Amnein wala khaufin. Bei meiner Allmacht, sagt Allah Azza wa Jal, ich werde meinem Diener nicht zwei Sicherheiten und nicht zwei Ängsten unterziehen. Was meint Allah Azza wa Jal damit? Er sagt weiter, Subhana wa ta'ala, fa in huwa aminani fi dunya akhaftuhu yawma ajma'u al-ibad. Au yawma ajma'u ibadi. Wenn er mich in der Dunya nicht gefürchtet hat, mein Diener, dann werde ich ihn am Tage der Auferstehung das Fürchten lehren. Er wird eine Strafe von mir bekommen. An dem Tag, wo ich meine Diener versammle. Das ist der, der Allah nicht gefürchtet hat. Hören wir über den, der Allah gefürchtet hat. Und er sagt, in huwa khafani fi dunya, wenn er mich aber in der Dunya fürchtet, ammantuhu yawma ajma'u fihi ibadi, dann werde ich ihn am Tage der Auferstehung eine Sicherheit verleihen. Allahu Akbar. An einem Tag, der gewaltig ist, Yawm al-Qiyamah, wirst du Sicherheit haben, weil du Allah gefürchtet hast. Subhanallah. Allah Azza wa Jal sagt, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Wie könnt ihr an einem Tag ungläubig sein, wo selbst das kleine Kind graue Haare bekommen wird vor den Ereignissen, die es sehen wird? Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Und Allah Azza wa Jal sagt, أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ist denn derjenige, der in das Höllenfeuer hereingeworfen wird, besser als einer, dem am Tage der Auferstehung Sicherheit verliehen wird? Allah fragt dich diese Frage. Wer ist besser? اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. Allah Azza wa Jal sagt, macht, was ihr wollt. Innahu bima ta'maluna basir. Wahrlich, er weiß über das Bescheid, was ihr tut. Wer ist besser? Wenn du Gottesfürcht, o Diener, wenn du gottesfürchtig bist, o Diener Allahs, höre, was Allah Azza wa Jal dir in deinem Leben alles geben wird.
Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, auf richtige Art und Weise, so wird Allah Azza wa Jal ihm einen Ausweg, eine Lösung schaffen, in jeder Beziehung. Egal welches Problem du hast, Allah wird dir eine Lösung schaffen. Wallahi, ich mache mir keine Sorgen darum, dass Allah uns einen Ausweg schafft. Ich mache mir nur Sorgen darum, ob wir überhaupt gottesfürchtig sind. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Allahs Versprechen. Glaubst du nicht daran, o Diener Allahs? Und wenn du gottesfürchtig bist, dann nimmt Allah Azza wa Jal deine Taten an. Allah Subhanahu sagt, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, liebe Geschwister, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah nimmt die Taten nur der Gottesfürchtigen an. Allah wird deine Taten annehmen. Ja, wenn du gottesfürchtig bist, sei dir sicher, Allah nimmt deine Taten an. Subhanallah. Du sollst gottesfürchtig sein. Deswegen sagten manche der Sahaba, Wallahi, wenn wir nur eine Tat bei Allah angenommen bekommen, dann sind wir froh. Eine Tat. Weil das wäre eine Bestätigung, dass sie was sind? Gottesfürchtig. Allah nimmt deine Taten an, wenn du gottesfürchtig bist. Fürchte Allah auf richtige Art und Weise. Nicht, dass du zu den Gruppen gehörst, die wir vorher aufgezählt haben, o Diener Allahs. Und ich möchte dir eine schöne Botschaft geben. Wenn du betest und du wirfst dich nieder vor Allah, Allah wird diese Stirn nicht demütigen am Tage der Auferstehung. Und wenn du den Koran liest und dein Herz bebt, so wird Allah Azza wa Jal dieses Herz immer recht leiten. Und wenn du das Gute tust, in jeder Hinsicht, Allah ist ein dankbarer Herr. Subhanallah. Wa kana Allahu shakuran halima. Wahrlich Allah, er ist wahrlich dankbar und nachsichtig. Wisse das. Für dich und mich gilt, um diese Khutbah mit diesen wenigen Worten zu beenden, wir sollen Allah Azza wa Jal richtig fürchten. Und wir wissen, dass das in diesen Zeiten sehr schwer ist. Aber ich möchte dir nur eine Frage stellen, o Diener Allahs. Was ist schwerer? Geduld zeigen an diesen Tagen, bis Allah deine Seele nimmt und er könnte morgen schon deine Seele nehmen. Oder Geduld gegenüber dem Höllenfeuer zeigen, was niemand vermag. Du wirst mir sagen, Geduld hier in dieser Dunya zu zeigen. Und ich sage dir, das ist Grund genug, dass wir hier lieber unsere Geduld zeigen sollten, egal was mit uns passiert. Und wir wissen, der Islam wird auf der ganzen Welt bekämpft, o Diener Allahs. Ganz gleich, was passiert, wir sind geduldig in dieser Dunya, denn hier schaffen wir es, bi'idhnillah, geduldig zu sein. Allahumma ja'alna minas sabirin. Aber yawmul qiyamah, ich frage dich nur diese Frage, wirst du geduldig sein gegenüber dem Höllenfeuer? O Diener Allahs, und wir lieben euch für Allah Azza wa Jal, und nas Allah yajma'na bikum fil jannah yawmul qiyamah. Wir sagen dir, sei geduldig. Wallahi al-Azim, es sind manchmal weniger Tage, als du denkst. Aber wenn der Tod kommt, höre diese Worte, die du an diesem Tag hören wirst. Während du stirbst, Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. Wahrlich diejenigen, die sagen, Allah ist mein Herr, und daraufhin einen geraden Weg beschreiten. Auf sie werden die Engel herabsteigen, dass sie keine Angst haben brauchen am Tage der Auferstehung. Und dass sie nicht traurig sein müssen über das, was sie hier in dieser Dunya hinterlassen haben,
und erfreut euch über das Paradies, was euch versprochen wurde. Allahu Akbar. Das ist die schönste Botschaft, die du bekommen kannst, während du stirbst. Weil danach alles für dich leicht sein wird. Mit dieser Botschaft kannst du und ich sterben, wenn wir Geduld zeigen in diesen Tagen. Möge Allah Azza wa Jalla uns geduldig machen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns gottesfürchtig machen. Möge Allah Azza wa Jalla uns am Tage der Auferstehung nicht zu den Erniedrigten zählen lassen. Möge Allah Azza wa Jalla uns Izzah in der Dunya und in der Akhira geben. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.